Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche hier das Quadrat mit sämtlichen Berechnungen, die wir für die Grundstufe brauchen: Flächeninhalt, Umfang, Diagonale, In- und Umkreisradius. Und zwar ist hier laut Text ein Quadrat gegeben mit einer Seitenlänge von 14 cm. Bevor wir die eben angeführten Berechnungen durchführen, ein kurzer Blick auf die Skizze, die ich hier eingefügt habe. Wir sehen, alle vier Seiten sind gleich lang. Deshalb berechnen wir den Umfang mit 4 mal a. Der Flächeninhalt wird über den rechten Winkel berechnet, a mal a oder a hoch 2. Die Diagonale ist eine hergeleitete Formel vom pythagoreischen Leersatz im Bereich des Quadrats. Der Innenkreisradius beträgt genau die Hälfte einer Seitenlänge und der Umkreisradius R beträgt die Hälfte der Diagonale. Doch nun zu den Berechnungen. Beginnen wir mit dem Flächeninhalt, den wir eben berechnen können mit a mal a oder zusammengefasst a hoch 2. Wie immer ersetzen wir die Variablen durch die gegebenen Zahlen. A ist hier 14, deshalb 14 mal 14 oder mit der anderen Formel 14 hoch 2. Das gibt in beiden Fällen einen Flächeninhalt von 196 Quadratzentimeter. Das formulieren wir auch in einem Antwortsatz. Der Flächeninhalt beträgt 196 Quadratzentimeter. Dann berechnen wir in einem zweiten Schritt den Umfang. Der Umfang ist hier einfach zu berechnen, weil alle vier Seiten gleich lang sind. Deshalb 4 mal a. Und wiederum ersetzen wir a mit 14. 4 mal 14 ergibt 56 cm. Und wir schreiben einen Antwortsatz. Der Umfang beträgt 56 cm. Dann kommen wir zur Berechnung der Diagonalen. Das ist, wie gesagt, eine hergeleitete Formel vom pythagoreischen Leersatz. Sie lautet a mal die Quadratwurzel aus 2. Auch hier setzen wir a mit 14. Die Quadratwurzel aus 2 schreiben wir noch einmal hin. Wenn jemand nicht weiß, was die Quadratwurzel ist, aus 2 kann man sich 1,414 als Näherungswert merken und 14 mit dieser Zahl multiplizieren. Auch hier kommt in beiden Fällen das gleiche Ergebnis heraus, und zwar auf eine Kommastelle gerundet, 19,8 cm. Auch hier ein Antwortsatz, die Diagonale des Quadrats beträgt 19,8 cm. Dann berechnen wir in einem vierten Schritt den Innenkreisradius, hier mit dem griechischen Buchstaben Phi abgekürzt. Er wird berechnet, indem wir die Hälfte einer Seitenlänge berechnen. In diesem Fall die Hälfte von 14, das ergibt 7 cm. Und auch hier ein Antwortsatz, der Innenkreisradius beträgt 7 cm. Zum Schluss noch die Berechnung des Umkreisradius. Er wird berechnet, indem wir die Hälfte der Diagonale verwenden. Die Diagonale haben wir eben berechnet mit 19,8 cm. Hier nehmen wir die Hälfte. Wir erhalten als Ergebnis 9,9 cm. Und auch hier beschließen wir die Rechnung mit einem Antwortsatz. Der Umkreisradius beträgt 9,9 cm. Zum Schluss habe ich euch alle Formeln noch einmal zusammengefasst.